Im heutigen Brookhaven Roleplay Video verliebe ich mich in den neuen Jungen an der Schule. Seid gespannt, was passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Guten Morgen, Mila. Wie geht's dir? Guten Morgen, Sandy. Mir geht's gut und dir? Mir geht's auch gut. Mila, warum stehen wir heute außerhalb der Bushaltestelle? Guck doch mal rein, da sitzt einer. Ich glaube, das ist ein Neuer. Den habe ich hier noch nie gesehen. Warum flüstern wir jetzt? Ja, dass er uns nicht hört. Das macht man nicht, dass man über andere Menschen spricht. Oder hast du recht, Mila? Wer ist er wohl? Vielleicht ist er in das Haus neben mir eingezogen. Da ist doch jemand neu eingezogen. Kannst du dich nicht erinnern? Oh ja, stimmt. Vielleicht geht er in unsere Klasse. Oh, das wäre richtig cool. Warum wäre das denn richtig cool? Einfach so, glaube ich. Okay. Du benimmst dich ein bisschen komisch. Findest du? Tue ich gar nicht. Lass uns auf den Bus warten. Ein paar Sekunden später. Hi, Mädels. Er hat uns gemeint. Hi, wie geht's dir? Ich bin Sandy. Und ich bin Mila. Hi. Hi, Sandy. Hi, Mila. Ich bin Kilian. Wir sind erst neu hergezogen. Ah, hab ich mir schon gedacht. Du lebst im Haus neben mir, oder? Wenn das hinten da dein Haus ist, dann ja. Ja, das ist mein Haus. Richtig cool. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, guck mal, da hinten kommt schon der Schulbus. Komm, Mila, lass uns gleich einsteigen. Ob der neue Junge in unserer Klasse ist, Sandy? Psst, sei leise, er sitzt direkt hinter uns. Guten Morgen, Klasse. Guten Morgen, Herr Müller. Heute möchte ich euch einen neuen Schüler vorstellen. Er ist erst hergezogen von Blocksberg. Ich hoffe, ihr seid nett zu ihm und habt ihn herzlich willkommen. Hallo, Kilian. Hallo, Herr Müller. Hallo, Klasse. Ich bin Kilian Wolf und ich bin erst hergezogen. Ich habe noch nicht so viele Freunde, das heißt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meine Freunde sein könnt. Ich freue mich mega, hier zu wohnen. Ich habe richtig, richtig coole Sachen von Brookhaven gehört. Das ist deine erste tolle Vorstellung, Kilian. Ich wünsche dir viel Spaß hier auf der Brookhaven High School. Dankeschön, Herr Müller. Okay, Kilian, bitte setz dich hin. Mach ich, Herr Müller. So, dann geht's aber los mit Mathe. Bitte holt eure Schulbücher raus. Oh mein Gott, Mila. Mila, er ist in unserer Klasse. Was ist denn mit dir und dem Jungen? Nichts natürlich. Also, nichts ist mit mir und dem Jungen. Was habe ich denn eigentlich heute an? Warum sehe ich heute so doof aus? Oh mein Gott, Sandy. Du bist verliebt in den neuen Jungen. Jetzt schrei doch nicht so. Es tut mir leid, Sandy. Oh mein Gott. Du musst ihn kennenlernen. Er ist dein Nachbar. Ja, jetzt hol lieber dein Mathebuch raus, sonst kriegen wir noch richtig Ärger. Später. Sandy, was möchtest du denn jetzt machen? Willst du ihn fragen, ob ihr was unternehmen wollt? Was? Nein, spinnst du? Das ist total peinlich. Aber er hat gesagt, er hat noch keine Freunde. Vielleicht kann ich mich einfach mit ihm anfreunden. Oh nein, Mila. Ich glaube, wir sind zu spät. Guck, da hinten sind Daniela und Anna. Oh nein, sie reden schon mit ihm. Oh, hi. Du bist neu, oder? Kilian? Ich bin Daniela und das hier ist Anna. Wenn du möchtest, können wir dir die Schule zeigen. Ich wohne schon immer hier. Ich kenne mich mega krass gut aus. Oh, hallo Daniela. Hallo Anna. Schön, euch kennenzulernen. Ja, sehr gerne. Ich bin erst vor kurzem hierher gezogen und ich kenne noch niemanden. Ah, perfekt. Komm einfach mit. Wir zeigen dir alles. Und wenn du magst, dann kannst du auch gerne neben mir sitzen. Das ist sehr nett von dir, aber ich hab schon einen Platz. Ach, das macht nichts. Möchtest du vielleicht gleich was unternehmen? Gleich kann ich nicht. Ich muss tatsächlich jetzt nach Hause. Aber vielleicht morgen? Na ja, morgen ist perfekt. Bis dann. Tschüss. Lol, Sandy. Was ist denn mit dir? Du guckst wie 7 Tage Regenwetter. Ich hab dich gerade schon gesehen, dass du uns beobachtet hast, als wir mit Kilian gesprochen haben. Du glaubst doch nicht etwa, dass du eine Chance bei ihm hast. Ach, Sandy, das kannst du so vergessen. Dani möchte was von ihm und da hast du gar keine Chance. Wer hat denn bitte gesagt, dass ich was von ihm möchte? Ihr seid einfach doof. Lasst mich einfach in Ruhe. Und wo ist eigentlich Mila? Mila? Mila, wo bist du?
Ein paar Sekunden später. Mila, bist du da? Ja, Sandy, ich bin auf Toilette. Ich komme gleich. Mila, stell dir vor, es ist ganz furchtbar. Dani und Anna haben mich abgepasst und sie haben gefragt, ob Kilian Zeit hat. Und jetzt, glaube ich, wird er nie mein Freund werden. Was soll ich jetzt machen? Sandy, ich bin auf Klo. Jetzt warte doch bitte kurz. So, jetzt, Sandy. Glaubst du wirklich, dass Kilian Dani gut findet? Ich weiß nicht. Am Bus heute Morgen war er super, super nett. Ich glaube nicht, dass er auf so eine wie sie reinfällt. Ich weiß nicht, Mila. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er mich mögen würde. Ich meine, ich kenne ihn ja gar nicht. Aber er ist irgendwie voll süß, oder? Naja, mein Typ ist er jetzt nicht unbedingt, aber ist ja positiv, weil sonst würden wir uns um die gleichen Typen streiten, weißt du? Ja, das stimmt. Aber Mila, was mache ich denn jetzt? Ich bin nicht so hübsch wie die Dani und ich habe auch nicht so coole Sachen an wie sie und einfach alles. Ich weiß nicht, Sandy. Ich finde dich eigentlich cool, so wie du bist. Aber wenn du cooler werden willst, dann lass uns doch heute zum Shoppen gehen und zum Friseur oder so. Dann machen wir ein Makeover. Meinst du, dass es was hilft? Ich glaube nicht, dass du es brauchst, aber wenn du möchtest, können wir uns später treffen. Oh ja, das ist eine super Idee, Mila. Wann sollen wir uns treffen? Nach dem Mittagessen. So, weiß ich nicht, 15 Uhr oder so in der Stadt? Ich werde da sein. Bis später, Mila. 2 Stunden später. Okay, Sandy. Erster Stopp, Friseursalon. Du möchtest deine Frisur ändern? Das machen wir jetzt. Du kriegst die schönste Frisur, die der Friseursalon zu bieten hat. Das ist eine sehr gute Idee. Lass uns gleich mal hinsetzen. Was möchte ich denn für eine Frisur? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hi, ihr beiden. Na, habt ihr euch schon überlegt, was ihr machen wollt? Ich hätte gerne, also weiterhin lange Haare, aber ich würde meine Haare gerne offen tragen. Und irgendwie weiß ich nicht, was Besonderes, was gut zu meinem Gesicht passt. Okay, ich weiß genau, was wir machen. 1 Stunde später. So, fertig. Wie gefällt's euch, Mädels? Wow, Sandy, du siehst so toll aus. Du siehst aus wie ein neuer Mensch mit deinen neuen Haaren. Wie gefällt's dir? Wow, ich find's richtig cool. Guck mal, ich sehe jetzt aus wie ein richtiges Mädchen. Hast du davor nicht ausgesehen wie ein richtiges Mädchen? Ja, doch schon, aber ich find, es sieht richtig gut aus. Okay, komm, Mila, ich brauche noch was Neues zum Anziehen. Vielen, vielen Dank. Ich sehe toll aus. Dankeschön, Frau Friseurin. Natürlich, jederzeit, Sandy. Tschüss. Okay, jetzt muss ich nur noch gefühlt 100 Sachen probieren, was mir steht. Und dann sind wir fertig für heute. Dann lass uns lieber gleich anfangen, Sandy. Ich habe schon Hunger und ich muss demnächst nach Hause zum Abendessen. Eine Ewigkeit später. Mila, wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Wow, Sandy, du siehst so unfassbar cool aus. Ich glaube, ich möchte jetzt auch ein Makeover. Das ist so krass. Du bist mega hübsch, Sandy. Danke, Mila. Glaubst du, dass Kilians auch gefallen wird? Wie gesagt, Sandy, ich glaube, du hättest gar kein Makeover gebraucht. Ich glaube, Kilian hat dich von Anfang an gern gemocht. Woher willst du das so genau wissen? Ach, ich weiß einfach sowas. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Mila. Oh, ist Kilian noch gar nicht da? Nee, aber der kommt bestimmt gleich. Ah, guck mal, da kommt er schon. Guten Morgen, ihr zwei. Wie geht's euch? Guten Morgen, Kilian. Wow, Sandy, hast du etwas mit deinen Haaren gemacht? Es sieht richtig gut aus. Danke, Kilian. Ja, man kann ja nicht immer das Gleiche tragen. Ich find's richtig cool, Sandy. Da kommt der Schulbus, lass uns gleich einsteigen. 2 Stunden später. Mila, Sandy, ihr seid dran. Spielt euch den Ball zu und dann versucht ihr den Ball in den Korb zu werfen. Oh je, das ist ganz schön schwer. Warte, Sandy, fang. Okay, kein Problem. Probiert's einfach nochmal. Alles klar, Herr Müller. Achtung, Sandy, ein Ball. Oh nein, Sandy, hast du dir wehgetan? Guckst du dir an? Sie ist wirklich zu dumm zu allem. Sie kann nicht mal einen Ball fangen, der auf sie zufliegt. Oh mein Gott, so eine Nichtsnutzige. Unfassbar. Kilian, ich hoffe, mit so einer gibst du dich nicht ab.
Was ist denn mit euch beiden? Ich dachte, ihr wärt nett, aber das macht man nicht. Ich bin wirklich richtig enttäuscht. Sandy hat sich wehgetan und alles, was ihr macht, ist lachen. Lasst mich bitte einfach. Und unser Date heute, dass ihr mir die Schule und Brookhaven zeigt, ist hiermit auch gecancelt. Es tut mir leid, aber mit euch möchte ich nichts mehr zu tun haben. Wer braucht ihn schon? Dann suchen wir uns jemanden anderen. Kannst du denn aufstehen, Sandy? Ja, es geht schon wieder, Kilian. Kein Problem. Komm, ich helfe dir hoch. Es tut mir wirklich leid, dass ich dir den Ball auf den Kopf geworfen habe. Ich hoffe, dein Kopf tut nicht allzu weh. Nein, alles gut. Er hat mich nur kurz ausgenockt. Nicht so schlimm, Kilian. Es vergeht schon wieder. Kann ich es denn irgendwie gut machen? Ich habe so ein schlechtes Gewissen und ich mag dich. Du magst mich? Ja, du bist hübsch und nett und lustig. Und wenn du Lust hast, können wir Eis essen gehen? Eis essen? Oh ja, das würde ich wahnsinnig gerne machen. Super, dann hole ich dich heute Nachmittag ab, okay? Abgemacht. Dann war's aber mit diesem Roleplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ja sehr gerne ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!